So, komm, also nochmal. Diesmal schauen wir, dass wir... Ah, super, Francis gleich am Anfang. So, wir müssen wirklich nachher dann alles, was wir haben, draufhauen auf den Aschehaufen. Und Speeddown ist eigentlich das Wichtigste, was wir am Anfang machen können, ja. Irgendwie, altes Gefühl. Kommt mir zumindest so vor. So, Eiswand. Natürlich hauen wir auf den Francis, ich weiß nicht warum, ja. Eigentlich der Johnny hätte voll gezogen, aber wir hauen natürlich auf den Francis, keine Ahnung. So. Also weil der natürlich immer mit seinem Speeddown, ja. Oh, der Mike ist tot. Das ist natürlich eine wundervolle Entwicklung des Schicksals, dass unser Heiler jetzt genau gestorben ist. Oh, das ist natürlich wundervoll, dass unser Heiler schon wieder gestorben ist. Weil ja irgendwie jeder auf den Heiler geht, ja. Dieser blöde Gegner. Ach, guck mal, er geht nicht mal auf den Heiler. Wie gibt's denn sowas? Wann funktioniert jetzt endlich dieses blöde Speeddown? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Autsch. So, unser Heiler kommt natürlich wieder irgendwo dran. Komm, wir machen hier einen heiligen Schlag. Ziehen wir ein bisschen. So, Nigel macht einen... Nigel heilt sich. Sollen wir Nigel heilen lassen? Ja, komm, Nigel heilt sich selber. Und Francis... Alter, warum funktioniert Speeddown nicht? Das ärgert mich. Toll, Nigel hat's. Wie gibt's das, dass dieser eine Angriff Nigel fast, also eigentlich getötet hat? Das verstehe ich nicht. Das ist echt. Das ist einfach. So. Toll. Jetzt müssen wir wieder hier das da machen. Hui. Ja, Nigel ist halt einfach zu schlecht, das hilft nichts. Unser Heil ist wieder irgendwo. Mach endlich Speeddown. So, nochmal und nochmal. Zack. Mein Heiler kommt wieder irgendwo weiter hinten. Herausforderung. So, komm. Und Francis, ja, Speeddown will einfach nicht. Oh, wow, wie haben wir denn das jetzt überlebt? Moment. Ich wiederbelebe. Ja. Und wir machen hier eine Geschwindigkeitsbonus-Dingens. Wir sind alle fast voll, das ist schön. Und Johnny kommt dran und haut jetzt einen Doppelschlag raus. Ui. Ja, der Heiler kommt natürlich wieder irgendwann dran, ist klar. Also würde ich beim Francis... Komm, wir müssen jetzt... Das geht nicht. Das ist ja echt zum Heulen ist sowas. So. Und ein Panino. Wow, wir haben so... Jetzt hätte ich es beinahe ver... ja. Verschrien hätte ich es beinahe, das wollte ich sagen. Mir bleiben die Worte schon im Mund stecken hier. Bei diesem bösen Gegner. Böser, böser, böser Gegner. Doppelschlag, Schlitze ihn zu Tode. Ja, nicht auf dem Heiler, der hat ja gar nichts getan. Warum immer auf dem Heiler? Böses Vieh. Ja, weil der Heiler immer ganz viele Menschen heilt. Warum darf der schon wieder? Toll, wir kommen mit dem Heilen ja gar nicht mehr zusammen irgendwie. Ja, Francis, haben wir die Chance, dass er ausweicht, wobei... Nee, komm, Francis, heil dich, ja. Mit einem Panino. Und du gibst dem Mike bitte einen magischen Supertrank. Hier, ja. Feuer frei! Das war gut und wirklich schön getimed. Da machen wir einen Stärkesing. So, Nigel ist dran. Nigel macht eine Eiswand. Warum auch immer. 44, okay. Francis ist dran und wir machen mit Francis einen... Ich würde sagen, komm, wir hauen jetzt wirklich die Angriffe raus, weil irgendwie das mit den Status-Buffs, das funktioniert das in dem Punkt nicht. Aber das tut so weh, nee, das, ich muss das machen, das hilft alles nichts. Ich muss mit dem Francis zumindest Speeddown. Nein! Verdammt! Das war so knapp. Das hätte so gut funktionieren können. Ah, das nervt mich jetzt. Ich muss die heilen, weil, wie gesagt, das anders, der Nigel, der muss leider tot bleiben, das hilft nicht. Weil die dürfen ja immer. Ja, die dürfen immer, das ist, ja, toll, jetzt haben wir hier mit Francis. Es ist, ja, es ist zum Heulen. Dann machen wir den da. So. Ja, natürlich zum Heiler, ist klar. Und der Heiler, der hat ja...
das meiste Aggro gezogen von allen. Es ist halt so. Zum Glück hat der Heiler immer genügend Magiepunkte. Und natürlich haben wir schon wieder den Heiler tot, ist ganz klar. So, oh, Nigel ist wieder da. Guck mal, vielleicht ist Nigel jetzt einfach der, der dem Francis einen Wein gibt. Damit der Francis endlich mal wieder angreifen kann. So, wir sind Gott sei Dank schon im... Ja, der Francis kann nicht angreifen, weil er muss natürlich hier den Mike ein bisschen Panino geben. Toll, danke. Das war so klar. Das war so klar, ja. Moment. Nee, Francis greift an, ja. Und der Nigel soll den Mike wiederbeleben. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, kommt Mike. Wir haben natürlich nicht Glück. Mike wird wahrscheinlich nicht überleben, aber... Naja. Das geben wir ihm, den. Magisches... Nee, magischer Trank. Was bringt der magische Trank? Ja, gut. Müsste reichen. Gott sei Dank, er hat überlebt. Super, okay. Dann machen wir hier Geschwindigkeitssiegen. Immer auf dem Heiler. Immer auf dem Heiler. Ich verstehe es nicht. Immer auf den armen, armen, armen Heiler. Ah. Ja, klar. Was denn auch sonst? Immer auf den Heiler. Wir haben es ja gesagt, ne? So. Gut, wir müssen ihm, dann geben wir ihm eben hier den magischen Supertrank. Ist ja auch nichts. Klar. Du willst mich wohl verarschen, oder? Das Spiel willst mich echt verarschen. Ja, es will mich wirklich verarschen, das Spiel. So, jetzt aber. Ach, er hat eh Speeddown. Ja, interessant. Er hat Speeddown und ist trotzdem noch so... Naja, es ist zum Kotzen. Zum Kotzen. So, komm, heile, heile uns alle. Nämlich, mach hier Stärke Segen. Ja. Ja. Was denn auch sonst, ne? So. Gut, Francis. Ach, jetzt haben wir wieder Speeddown nicht mehr. Und komm, wir müssen jetzt hier, heiliger Schlag, bitte zieh, dass der Heiler endlich mal wieder aus dem Fokus ist. Ja, so viel zum Thema Heiler aus dem Fokus. Hey, flotte Flamme, brenne. Juhu. Toll. So, er kommt natürlich hinter ihm dran, ist ganz klar, ja, weil vor ihm das würde ja nicht gehen. Ja, was soll man da dazu sagen? Was soll man zu so viel Hass sagen? Vielleicht einfach mal angreifen mit Speeddown. Und einfach mal Johnny angreifen lassen mit einem weiteren heiligen Schlag. Ja, und er ist tot. So, aus der Asche Empor, ja toll. Jetzt haben wir natürlich wieder, jetzt haben wir den Salat. Wir müssen auf jeden Fall, irgendwie müssen wir das jetzt schaffen. So, Johnny macht... Na, super, Johnny hat... Alter! Jetzt bräuchte man irgendwas, was MP zieht, ne? Haben wir sowas? Ich glaube, so eine Fähigkeit haben wir doch gar nicht, oder? Weil sobald er wieder alle MP hat, was ja irgendwie sehr, sehr schnell geht, ja? Ist vorbei. So. Johnny kann nichts mehr. Müssen wir normal angreifen. Okay. Ja, jetzt ist... Ja, Francis hat auch keine MP mehr, klar. Aber der Nigel hat noch ganz viel MP, nur der macht halt Angriffe, die zum... irgendwie ein bisschen langweilig sind, ja. So, und Francis. Gut, wir haben noch eine Chance. Wir werden jetzt hier nochmal ganz kurz den Stärkesegen raushauen. Und alle nochmal angreifen lassen. Toll. Ich dachte, wir haben Stärkesegen drinnen. Bin wieder geboren. Juhu. Hallo, Vogel. Ich kenn dich irgendwo her. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Irgendwas machen wir hier echt falsch. Feuer frei. Flammen. Okay. So. Ja, wir probieren es jetzt wirklich nochmal. Frag mich nicht warum, aber wir probieren es jetzt wirklich nochmal. Ja. Gut, und Johnny hat natürlich auch keine MP mehr. So, Francis, jetzt komm. Speeddown. Wichtig. Ja, klar. Jetzt natürlich, ja, jetzt wo alle anderen da wären, ist natürlich der Nigel tot, ist eh klar. Komm, den Nigel lassen wir jetzt mal tot. Herausforderung bringt eigentlich eh ziemlich viel.
Gut, er darf jetzt 10-mal circa angreifen. Ja, dann greifst du nochmal an. Machst du nochmal, ist kein Thema. Ah, okay. Moment. Wir wiederbeleben hier den Heiler. Das ist das Dümmste, was wir machen können, weil... Oh, er hat den nicht mal direkt getötet. Wie gibt's denn sowas? So, Francis, vielleicht nochmal Speeddown probieren, ne? Der Heiler macht hier Geistessegen. Ja, jetzt ist er dafür tot. Ultimative Verteidigung, komm. Francis, oh, ach so, er hat schon Speeddown. Ja, das ist interessant, dafür darf er aber trotzdem ziemlich oft. Hm. Probieren wir es mal. Er kann ja nicht alle töten. So. Zack. Ja, den kann er gut töten, ist kein Thema. Mike wird ihn nämlich wiederbeleben. Hey, wiederbeleben. Natürlich kommt er dafür erst wieder hinterm Vogel. Aber naja, Speeddown haben wir noch. Dann machen wir hier vielleicht mal Stärke down. Vielleicht funktioniert die kleine Geschichte besser. Die kleine Geschichte, ach voll süß. Oh. Das war jetzt doof. Ich bin davon ausgegangen, dass er sofort wieder drankommt, aber offensichtlich ist es ja nicht so. So. Wiederbeleben. Gut, Mike lebt wieder, wunderbar. Dann Tank heilen. So. Tank wird angegriffen. Tank wird nochmal angegriffen, aber Tank lebt noch. So, Francis lebt auch noch und. Ach ey, wir müssen Speeddown weiter machen. So, Johnny macht hier einen magischen Gigatrank. Gönnen wir ihm mal. Hey. Einmal. Natürlich. Und brenne, brenne, brenne. Ja, mach mal. Was ist jetzt los? Alter! Jetzt probieren wir jetzt doch mal die Phoenix-Feder. Da, 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 da. So. Phoenix-Feder heilt nämlich alles, wie man sieht. Sehr schön, Francis ist ausgewichen. Speeddown haben wir noch, da machen wir Stärke down. So. Moment. Ja, was hat er? Speeddown hat er noch. Machen wir nochmal Stärke down. Und Johnny soll ein bisschen ziehen hiermit. Oder er braucht seine ultimative Verteidigung auf jeden Fall. Und natürlich hauen wir den Heiler wieder komplett tot. Ist eh klar. Immer den Heiler. Na, jetzt mache ich nochmal Ultimate. So, das war jetzt echt doof. Wie, das war das erste Mal, dass du eine echt doofe Aktion gerissen hast. Das glaube ich dir doch gar nicht. So, natürlich. Ach wie jetzt? Tja. Gut, dann. So, Flammen und Francis hat natürlich keine MP mehr. Das ist ganz toll, wenn Francis keine MP mehr hat. Ich gönne mir magische Gigatränke. Weil alles andere ist ein bisschen doof. So. Ja, ist kein Thema. Greif ruhig 10.000 Mal hintereinander an, du doofes Scheißding, Alter. Ja. Ja. Gut, das hauen wir normal drauf. Warum auch nicht? Speeddown. Funktioniert gut. Funktioniert wirklich gut. Ah, hat diesmal wirklich gut funktioniert. Interessant. Jetzt sind alle tot. Das ist ein bisschen das Problem. Ja, klar. Und der Heiler ist tot. Ach komm, das ist uninteressant. Das ist echt... Nee, das kannst du ja vergessen. So, komm, töte mich, töte mich. Gut, ich will's ja trotzdem probieren. Moment, wir machen jetzt eins noch. Nee, wir machen nichts. Nee, wir machen nichts. Nö. Komm, einmal probieren wir es noch so. Wir waren echt gut unterwegs. Warum darf der Heiler nicht? Kann mir das irgendjemand erklären? Speeddown! Ultimative Verteidigung. Juhu! Ist der Nigel schon wieder tot? Ja, Mike, dann lassen wir doch den Nigel mal auferstehen, ja. So, der Nigel muss natürlich auch was zurückgeben an seine Kameraden. Ah, sehr schön, wenn Francis im Ausweich, das gefällt mir. So, Speed down, dann probieren wir mal Spiritualität down. Johnny ist dran. So, Johnny, mach hier mal eine Herausforderung.
verdammt. Das war jetzt echt doof. Aber es ist auch immer so irgendwie, dass es immer... dass es immer genauso kommt, wie es nicht kommen soll, ne? So, Johnny, komm, mach hier ultimative Verteidigung. Danke. Der Francis ist zweimal ausgewichen, hat jetzt zwei extra Schläge. Dreimal Stärke down, so gefällt mir das ganz gut. So, schleichendster Angriff, natürlich. Und den Mike wirst du mir bitte mal kurz mit einem Panino ein bisschen heilen. Und er weicht schon wieder aus, so gefällt mir das gut. So, und wir müssen jetzt einfach mal hier mit Geschwindigkeitsdingen anfangen, das hilft alles nichts. So, und der Johnny macht hier seine Herausforderungsschlag. Ja, immer schön auf Johnny, das ist okay. Wie, jetzt haben wir jetzt schon wieder Speed. Ist schon wieder weg, der Speeddown. Ich hasse es. Aber jetzt darf er nämlich dreimal... Speeddown, das funktioniert. Cool. So, Johnny macht nochmal... Im Moment, einer von euch drei muss jetzt... kommen. Nigel, wir retten Nigel. Extra Leben. So, der Francis, der ist nämlich der Gute, sag ich mal. Speeddown haben wir noch. Okay, Spiritualität. Das hält hier echt nicht lange vor, leider. Ich glaube, ich werde jetzt immer Speeddown machen. So, Nigel ist dran. Und oh, Nigel darf endlich mal angreifen. Ja, das Tolle ist natürlich, dass wir müssen uns wieder selber irgendwie heilen. Wir müssen uns selber wieder irgendwie heilen. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass der... Das Wichtigste ist, dass der Heiler am Leben bleibt. Wenn nicht Kartoffelchips. Puh, ja, der Heiler ist am Leben geblieben. Sehr schön. So, Geisterkraft ziehen. Auch wenn es wahrscheinlich nichts bringt, ich werde trotzdem wieder Speed down drauf haben, weil Speed ist echt hier das größte Problem bei dem Typen. Kann ich eigentlich... Energieschild kann ich auch nicht auf alle, ne? So, ja, ist okay. Machen wir nochmal eine Herausforderung. Hier weiter, Beinbrecher. Ja, wir bleiben bei Beinbrecher. Das war knapp, aber komm, alles nicht so tragisch. Geschwindigkeit! Verdammt, Nigel sollte, Nigel muss jetzt wirklich Nigel zusätzlich zum Heiler heilen. Ja, sieht fast so aus, ne? So, eine weitere Herausforderung oder machen wir mal einen Doppelschlag? Super. Ja, hat funktioniert wunderbar. So, eine, was machen wir jetzt hier? Machen wir einen Stärkesegen. So, der Nigel ist dran und der Nigel gibt auf jeden Fall Francis Wein. Toll, Francis Speeddown. Das muss funktionieren. Warum funktioniert das nicht, verdammt? Doppelschlag. Er ist fast hin. Nein! Nein! Verdammt! Ja, komm. Wir gönnen uns eine Phönixfeder. Wir gönnen uns eine, komm. Wir sind mal nicht so. Speeddown. Er ist tot, Gott sei Dank. So, und jetzt hauen wir noch einmal hier einen Stärkesing auf alle rauf. Und jetzt müssen wir schauen. Johnny, was wird am meisten bringen? Eisig brennender. Naja, 224. Nigel. 391, okay, Francis macht hier natürlich seinen... Komm, Fäuste des Südsterns hat doch normalerweise ganz viel gebracht, oder? Nein! Verdammt. Okay, Fäuste des Südsterns war doof. Entzaubernde Ständchen, nö. Mike, du haust jetzt nochmal Stärkesing raus. Ich glaube, das ist schon wieder ganz blöd, was wir machen. Eisigbrenner, das haben wir gemacht. Doppelschlag müsste eigentlich gut bringen, oder? So, Francis, Fäuste des Südsterns hat genau gar nichts gebracht. Dann machen wir einen Schleichangriff. Komm, kann nicht irgendwann mal so ein Mega-Crit wieder sein, ja? So, Mike. Angriff. 181. So, Doppelschlag. 191. Bebende Handfläche. Müsste man Fäuste des Nordsterns nehmen. Das werden wir bei Francis machen, Fäuste des Nordsterns. Ich bin ja eigentlich ein Idiot, ja. Ich müsste halt Eiszauber nehmen. Würde dann vielleicht besser funktionieren. So, schauen wir mal, bebende Handfläche.
Ob der, ja, doch, ein bisschen hat sogar funktioniert. Irgendwie interessanterweise. Eiswand! Wow! Alter! Es könnte was werden! Es könnte was werden! Habt ihr das gesehen? So, neben der. Naja, gut, komm, wir machen lieber einen normalen Angriff. Aber es bringt nichts, weil er ist leider jetzt voll mit den MP. Ich bin wieder geboren! Aber nicht ganz, oder? Doch, natürlich ganz. Okay, komm, wir lassen uns töten. Wir werden, einen Versuch mache ich noch, ja. Ich mache jetzt wirklich nur einen Versuch. Frag mich nicht warum, aber einen Versuch mache ich noch. La 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 la. Ja, lass mal durch angreifen hier. Töte mich bitte, töte mich. Ja, ich brenne eh schon zusammen.